meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder ein Fashion Haul für euch. Letzte Woche war ja die Glamour Shopping Week und da gab es ja schön Rabatte, deswegen habe ich zugeschlagen und zeige euch heute mal meine Ausbeute vom Zara, Mango, Pimki, Asos und so weiter. Ich verlinke euch natürlich alle Artikel, die es noch gibt, unten in der Infobox, also schaut da gerne vorbei. Und jetzt lege ich auch schon mit dem Video los und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich fange an mit Zara und das erste Teil, was ich mir gekauft habe, ist dieses wunderschöne neonpinke Oberteil mit so Röschen und hier an den Ärmeln hat es auch nochmal so Röschen oder Schleifendetail. Das kann man so zusammenbinden, ist ein bisschen schwierig alleine, aber man kriegt das hin. Und ich finde diese Farbe für den Sommer einfach wunderschön. Und ich habe es zum Beispiel mit einer Jeans schon angehabt und das sah wirklich sehr gut aus. Könnte es natürlich auch mit einer weißen Hose anziehen oder mit einem Röckchen. Hat auch nicht so viel gekostet. Ich habe es wie gesagt schon angehabt, deswegen ist das Etikett nicht mehr dran. Es hat aber, glaube ich, 25 oder 26 Euro gekostet. Und ich finde das eigentlich ganz gut für so ein schönes, süßes Oberteil. Und das sitzt auch wirklich sehr schön, ist auch nicht zu lang. Wie gesagt, mit einer High-Waist-Jeans sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Und ja, das war mein erster Teil von Zara. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mal ein bisschen mehrere T-Shirts, also so Basic-Sachen zu kaufen, weil ich habe irgendwie nur so Röschen und Spitze in meinem Kleiderschrank und für so normale Tage ist es halt nicht immer ideal und ich stehe da einfach so stundenlang vor meinem Kleiderschrank und weiß halt echt nicht, was ich anziehen soll. Deswegen habe ich mir mal so ein T-Shirt mitgenommen von Zara. Ich finde diese Farbe einfach nur so, so schön. Das ist so ein schönes Nude-Braun. Blush, was auch immer. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich habe das extra in L gekauft, weil es einfach ein bisschen weiter sitzen soll. Und wenn man das anhat, sieht das auch gar nicht nach L aus oder so. Also schaut nicht zu groß aus. Das habe ich auch zum Beispiel schon angezogen mit einer Jeans. Ich habe erst diese Sachen eine Woche ungefähr und ich habe schon fast alles angehabt. Ihr kennt das sicherlich. Ich kann nicht so lange warten, wenn ich was Neues habe, bis ich es euch gezeigt habe. Deswegen habe ich es jetzt schon mal angehabt und das ist wirklich sehr schön. Ist noch ein bisschen zerknittert. Das ist ein schönes, weiches und dünnes Material. Also wirklich sehr schön für den Sommer, finde ich. Und die Farbe ist wirklich ein Traum. Ich liebe diese Farben. Dieses Oberteil hat übrigens auch nur 8 Euro gekostet, was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, solche T-Shirts kann man wirklich immer gebrauchen. Zu guter Letzt habe ich mir diese süßen Schlappen gekauft. Die haben so ein Rosé-Gold-Detail und so Blush-Rosa. Also die werde ich schon wirklich oft, glaube ich, anziehen, weil ja auch diese Schlappen jetzt total modern sind, diesen Frühling und Sommer. Und das Schöne ist, ja, ich hätte es gleich mal damit kombinieren können, aber das war noch ein bisschen zu kalt für die Schlappen. Also das ist genau so eine Farbe, die dazu passen würde zum Beispiel. Und wie gesagt, einfach mit einer Jeans und dieses normale Oberteil, dann diese Schlappen und ihr habt ein echt schönes Outfit. Die habe ich mir geholt, nur für 20 Euro finde ich echt okay. Ich weiß noch nicht, ob die super bequem sind oder nicht, aber ich denke mal schon. Die gibt es übrigens auch in Schwarz, aber ich fand dieses Modell mit den hellen Farben viel schöner und ja, gibt es wie gesagt noch aktuell bei Zara zu kaufen. Ich komme jetzt zu Asos und die haben ja auch bei der Glamour Shopping Week mitgemacht. Zara jetzt nicht, leider Gottes, sonst würde ich glaube ich ganz Zara einkaufen. Aber bei Asos gab es 20% Rabatt letzte Woche und da habe ich natürlich auch zugeschlagen. Da habe ich mir diese zwei Oberteile gekauft und zwar zum einen dieses wunderschöne Oberteil gekauft in so blau gestreiftem Muster und mit hier Spitzendetail auch hier an den Seiten und von hinten ist es, hat es so einen Gummizug, wenn ihr das sehen könnt. Und das sitzt so gut, Leute. Mit einer High-Waist-Jeans habe ich das probiert und das sah so, so gut aus. Was das Problem ist bei diesem Oberteil, ist, dass ihr halt kein BH drunter anziehen könnt oder so einen hautfarbenen. Bei mir war der halt hier an den Seiten noch zu sehen und hier in der Spitze, weil da ist ja kein Stoff dran, sondern da sieht man halt direkt die Haut. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, wenn man das im Sommer zum Beispiel anziehen würde oder im Urlaub, weil das sehr gut hält alles. Wisst ihr, was ich meine? Also da fällt nichts raus oder so und deswegen, weil das auch hier Gummi hat, sitzt das alles ganz gut und das schaut nicht zu nackig aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das saß wirklich sehr, sehr gut, deswegen habe ich es jetzt auch behalten und das ist übrigens von der Marke Miss Selfridge.
und das habe ich in der Größe 36 gekauft und es hat 35 Euro gekostet. Also ein bisschen viel, aber ich finde, es ist so ein Oberteil, was ich wirklich oft anziehen werde. Das weiß ich jetzt schon, weil es total mein Ding ist. Und ja, es sitzt wirklich einfach sehr, sehr gut. Müsst ihr mal gucken, ob es auch was für euch ist. Habe ich auch unten in der Infobox verlinkt. Jetzt komme ich auch zu einem meiner Lieblingsoberteile, neuen Lieblingsoberteile, auch von ASOS. Und damit habe ich sogar gleich einen Outfit-Post geshootet für meinen Blog. Und zwar ist es auch so eine wunderschöne Nude-Peach-Farbe. Und es ist eigentlich so ein Off-Shoulder-Oberteil, hat aber hier noch zwei Träger, die halt noch länger gehen sozusagen. Und die Farbe ist einfach nur mega, mega schön und die schreit einfach nach Frühling und Sommer, finde ich. Zum Beispiel auch mit einer Jeans schaut das super aus. Ich habe das in der Größe 36 gekauft, weil 34 ausverkauft war, sitzt aber wirklich sehr, sehr gut. Und das hat nur 23 Euro gekostet. Oh mein Gott, ich habe sowas von schnell zugeschlagen und das rate ich euch auch, wenn es das noch hoffentlich gibt. Ich trage eigentlich 34, passt aber trotzdem sehr, sehr gut und es ist ein bisschen locker, ein bisschen länger, finde ich sehr schön. Und ja, das war mein zweites Teil von ASOS. Dann mache ich weiter mit Oberpollinger und das gibt es, glaube ich, nur in München. In Berlin heißt es, glaube ich, KDW, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dort so eine kleine Abteilung, wo es Topshop gibt und da habe ich eine neue schwarze Hose gebraucht, weil meine alte schon total verwaschen ist. Das ist ja immer so bei schwarzen Hosen leider und ich kaufe fast all meine Hosen, vor allem die schwarzen, bei Topshop ein, weil die einfach eine super gute Qualität haben. Und zwar ist es dann diese normale Skinny Jeans geworden, die High Waist ist, die heißt übrigens Jamie. Und ich habe hier in der Größe W25L30. Und was hier sehr, sehr cool ist an dieser Jeans ist, dass sie unten so, ja, so ein Cutout hat sozusagen. Und die ist ein bisschen hinten länger geschnitten und vorne ein bisschen kürzer. Ja, das ist jetzt auch gerade so ein Trend. Aber das sieht wirklich ganz okay aus und die Hose passt wirklich sehr, sehr gut, wie gesagt, wie alle Topshop-Hosen. Und die hat, glaube ich, 55 oder 60 Euro gekostet. Leider gab es darauf jetzt keinen Rabatt, aber wie gesagt, die Topshop-Hosen sind ihr Geld wirklich wert und ich habe eine neue gebraucht, deswegen musste eine neue schwarze Skinny Jeans mit. Dann war ich noch bei Pimkie, weil die auch bei der Glamour Fashion Week mitgemacht haben und weil ich da eh sowieso gerne einkaufe. Und ich habe mich sofort in dieses süße Oberteil verliebt. Moment, es ist noch auf links, weil ich es anprobiert hatte. Und zwar ist es das hier, also wunderschön weiß, so ein Camisolé-Oberteil. Ich glaube, ich habe es total falsch ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Und zwar hat dieses Oberteil so zwei Schichten, sitzt wirklich sehr gut und das ist einfach so ein schönes weißes Oberteil, was auch das ganze Outfit ein bisschen vielleicht edler macht, schicker, kann man aber auch ja, casual sozusagen kombinieren. Ja, so ein, wie gesagt, so ein weißes Oberteil braucht einfach jeder im Kleiderschrank im Sommer, im Frühling. Und das habe ich in der Größe S gekauft und das hat 15,99 Euro gekostet plus oder minus 20% Rabatt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ein paar normale Shirts brauche und da habe ich dieses hier gefunden, auch bei Pimkie. Finde ich sehr, sehr süß mit diesem Rosenmuster, ist ja auch total in jetzt und da steht Like a Girl. Dieses Oberteil könnte ich mir sehr, sehr gut mit einer Jeans vorstellen und roten Lippen. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Teil, weil es nicht so normales weißes T-Shirt ist, sondern hier rote Details am Ausschnitt und an den Ärmeln hat und diese schöne Rose, was ich wirklich ganz, ganz toll finde und das macht das T-Shirt ganz besonders, finde ich. Und ja, das war mein zweites Oberteil von Pimkie. Ich habe mir dann noch eins gekauft und das ist eher ein bisschen rockiger, aber finde ich auch sehr, sehr cool. Da steht auch Guns N' Roses und das habe ich auch schon angehabt mit einer Lederhose. Das sah wirklich ganz gut aus und das habe ich auch ein bisschen größer, glaube ich, gekauft. Ich glaube, es ist bestimmt in der Größe M gewesen und das hat auch nicht mehr als 16 Euro gekostet. Ich habe hier gerade meinen Kassenzettel, deswegen habe ich gerade drüber geschaut. Genau, also hat sich auch total gelohnt, vor allem mit dem Rabatt. Dann war ich noch im H&M, da hatten sie ebenfalls Rabatt und da habe ich diese wunderschönen Ohrringe gekauft oder gefunden erst einmal und mich darin sofort verliebt, wieder so Roségold und mit diesen, meine Mutter würde jetzt sagen, Gardinen
Halter, irgendwas, weil sie ja Schneiderin ist und das fand sie jetzt ganz lustig, dass sie auch an den Ohrringen jetzt neuerdings hängen. Aber solche Ohrringe mit diesen Quasten, glaube ich, heißen die. Finde ich aber wirklich sehr, sehr schön, die Ohrringe. Die sitzen auch sehr gut. Ich wollte sie jetzt nicht anziehen, obwohl sie passen würden, weil es ein bisschen too much wäre. Wir wollen ja mal nicht übertreiben, obwohl ich das echt eigentlich mag. Ja, die sehen wirklich gut aus. Ich habe euch ja diese Shirts gezeigt, die auch wirklich von den Farben her so gut dazu passen würden. Und die haben 10 Euro gekostet und die hatten, glaube ich, noch wegen der Glamour Shopping Week 15 oder 20% Rabatt drauf. Ich komme zu meinem letzten Shop-Einkauf und zwar Mango. Ich liebe Mango und sie haben Gott sei Dank auch bei der Glamour Shopping Week mitgemacht. Und da habe ich mir dieses süße, süße Blümchenkleid gekauft und das sitzt so gut. Ich habe es nicht anprobiert und ich hatte die ganze Zeit Angst, ob das passt oder nicht. Ich habe das auch in der Größe XS gekauft, weil ich dachte, das sitzt hier an der Taille nicht, weil die haben so einen Gummizug und das sah sehr weit aus bei der Größe S. Deswegen habe ich XS mitgenommen und es passt wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe auch erst gedacht, dass da alles durchscheinen würde, also meine Unterwäsche. Tut es aber auch gar nicht, finde ich sehr cool. Sonst ist es immer so ein Aufwand, noch zu gucken, was man drunter anziehen muss. Und ja, das hat hier so süße Röschendetails und diese Schleife, die man sich hier bindet, finde ich wirklich sehr schön. Macht das Ganze ein bisschen eleganter und ich zeige euch natürlich das Kleid nochmal in ganz oder getragen und dann könnt ihr auch die Länge sehen. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön und das hat ursprünglich 50 Euro gekostet und da habe ich, glaube ich, auch 20% bekommen und es hat dann nur 40 Euro gekostet. Finde ich total in Ordnung, weil ich weiß, dass es dieses Kleid wirklich sehr oft anziehen werde. Dann habe ich noch 2 Ohrringe gekauft, auch von Mango. Und ich habe mich so verliebt. Ich habe mir erst einmal so ein bisschen kleinere gekauft. Die kann man wirklich sehr oft anziehen. Und wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr, dass ich immer was Kleines in den Ohren habe. Die hier sind so etwas kleiner, sind so eine Art Kreolen-Ohrringe. Und die haben hier so eine Perle dran. Die haben 6,99 Euro gekostet. Wie gesagt, da gab es noch 20% Rabatt drauf. Und dann habe ich mir noch etwas längere gekauft. Die sind zwar so ähnlich wie die kleineren, aber die sind halt wie gesagt länger, haben hier auch eine Perle dran und die haben 12,99 Euro gekostet. Auch wie gesagt noch ohne Rabatt und das hat sich auch total gelohnt. Wie gesagt, solche Ohrringe werde ich so oft tragen. Ich liebe Ohrringe über alles und ich finde, die schauen wirklich sehr edel aus und mit so offenen Haaren oder auch sogar zu, schaut das wirklich sehr gut aus. Also, ihr müsst mal echt bei Mango reinschauen, wenn ihr auch auf der Suche nach schönen Schmuck seid, weil die haben echt sehr oft sehr tollen Schmuck. So ihr Lieben, das war auch schon mein ganzer Einkauf von der Glamour Shopping Week. Ich liebe jedes einzelne Teil und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Haul. Schaut auch sehr, sehr gerne auf meinem Fashion-Blog vorbei. Da zeige ich nämlich die ganzen Outfits getragen und kombiniert und da verlinke ich euch immer auch jedes Teil. Unten in der Infobox sind natürlich auch alle Teile verlinkt und schaut auch gerne auf Instagram und Facebook vorbei, da würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auch bis zum nächsten Mal. Tschüss!